So, weiter geht's heute in Augsburg. Das zweite von zwei Spielen jetzt. Im Pokal sind wir mit 2-1 weitergekommen. In der Liga haben wir das Hinspiel auch mit 2-1 gewonnen. Ja, es zeichnet sich ein Trend ab. Gut. Gehen wir gleich rein. Kurz in den Spielerchat reinschauen. Jo, er hat's gesagt. Ja, klar, da muss natürlich mehr kommen. Gut, gehen wir ins Spiel. Und dann gibt es gegen Bochum. Naja. Auf geht's. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Jetzt. Okay. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen, denn er denkt über ein mögliches Karriereende nach. Das wäre der dritte jetzt in Folge. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Aber alles ist gut. Theoretisch haben wir ja Alternativen. Liebe und jetzt sind wir in der WWK Arena zu Gast. Spieltag Nummer 20. Willkommen in der WWK Arena. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf. Und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Klar, heute müssen wir auf jeden Fall was mitnehmen, wenn wir an den Bayern dranbleiben wollen oder B7 sogar überholen wollen. Mit der Niederlage eh nicht. Dann wären sie mit 4 Punkte weg. Wahrscheinlich, aber nachdem wir sie hier spielen. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt es auch noch. 2 Viererketten und vorne 2 Stürmer. Ich glaube, es ist sogar die gleiche Startelf, die jetzt gerade im letzten Spiel gespielt hat. Nee, Jong ist raus. Lazic ist vorne drin. Genau. Der Neuner vom FCA ist draußen. Nicht mehr in der Startformation, wie im Pokal noch. Eben in der gestrigen Partie. Die wir ja mit 2-1 entscheiden konnten. Hinspiel ebenfalls mit 2-1. Schauen wir uns kurz Ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Ja, Areby nicht im Kader, Stafelidis dafür zumindest drin, Paris auf der Bank, genau, dafür Albiol in der Startformation. So, hoffentlich wieder mit dem Sieg. Ist ja wieder weniger ein kleines Derby. Bayreuth liegt ja in Provinz Bayern und Augsburg ebenfalls. Oder im Bundesland Bayern, so ist es richtig. Geht's. Fischer. Ja, kommt jetzt mal nicht vorbei. Cesko. Martinez. Arne Meyer. Genau, Meyer halt drin in der Stadt. Der hat ja im Hinspiel, hat er in der Liga getroffen gegen uns. Ja, Quatsch, im Pokal wäre getroffen, so ist es richtig. Es wurde vor diesem Spiel immer wieder über Pierre-Emerick Aubameyang gesprochen. Denn er spielt mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden. In seinem Alter wäre es keine Überraschung. Aber ja, der ist auch schon 35, ne? Für seinen Club. Völlig richtig. Klar. Also so einen findest du so schnell nicht mehr wieder. Klar, mit einer Alternative. Wir haben ja Art noch dabei. Wir haben Moukoko. Ausgeliehen zumindest. Vielleicht gemeinsam mit der Familie, Wolf. Schwierigste Entscheidung als Profi für ihn, glaube ich. Dieser Schritt. Ja, der ist... Wann beendest du... Die Karriere, nicht ganz gefährlich. Nicht, zu nicht ganz ungefährlich, meine ich. Den perfekten Moment zu finden. Im Spiel von Holstein Kiel ist ein Tor gefallen. Wir gehen mal die Bayern wahrscheinlich. Ja, wir haben hier das erste Tor für Holstein Kiel. Neuer Spielstand. Belgien, Dortmund. 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Schiri, der hat schon gelb. Es gibt Freistoß. So, Freistoß für...
Bayreuth. Sterner. Da müssen schon kommen, schade. Damit es da wirklich gefährlich wird. Das wird Ecke geben. Kommt nicht ganz. Ja, wird hier und unterstützt. Ach, schade. Das ist richtig gefährlich, dieser Ball. Nicht ganz ungefährlich. Wir machen momentan Druck, aber wir haben noch nicht die Situation. Richtig, hier, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Einen neuen Mann gibt es bei Leeds United. Freude ist groß, dass man sich seine Unterschrift nun nach langem Hin und Her gesichert hat. Und der Ball, schöne lange Ball auf Aubameyang. Parade kommt aber weitergefahren. Und Altay, der hat wie gesagt schon im Pokal schon mehrere Dinge rausgeholt. Er hat jetzt wieder so eine gute Parade. Also wir haben mit Augsburg schon mal einen richtig guten Fang gemacht. Man spürt, diesen Schwung wollen sie jetzt auch vor dem gegnerischen Tor nutzen. Die Chance jetzt. Oh, Tor für den FC. Wieder so ein Bommelding im Pokal. Heizol FC, 28. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Das war ein Stellungsfehler von uns da hinten drin. Das ist schon überragend, wie er da einfach... Eigentlich war es nicht gefährlich, die Situation. Und hier. Dann kommt am Ende eben das Tor rum. Also, Augsburg 1-0, Martinez. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Ah, also Augsburg, Einwurf Augsburg. Sie stören früh, da ist der Ball. Ja, das war doch nicht im Aus, der war doch links drin. Ne? Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Muss Einwurf geben. Ja, es ist jetzt... Abwehr steht gut, Steilpass kommt nicht an. Ja, wir überhaupt geben nicht. Kurz ab ins Studio. Im Spiel von Dortmund hat es einen Treffer gegeben. Wir haben hier das gibt's die erste Saisonniederlage ausgerichtet in Augsburg. Halt 1:1. 34 Minuten sind gespielt. Danke vielmals für dieses interessante Update. Guter Ball. Wir sind in der Schlussphase dieser ersten Spielhälfte, die Gäste aktuell knapp hin. Der Rückstand ist knapp, ein Tor. Stopp, jetzt genau hinschauen. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. War doch kein Abseits. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ja, der blöde Stellungsfehler da drin. Nächster Ball. Ja, starker Pass. Ach, meine Fresse. Ey, du willst echt, dass ich verliere heute, ne? War zu sehen, das ist abseits. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Sie suchen die Chance, suchen die Lücke. Hier hat es eben nicht hundertprozentig funktioniert und deshalb auch zu Recht der Pfiff. No, boah, jetzt ist er drin, 1-1. In dieser Partie, Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Kurz vor der Pause kassieren sie den Ausgleich. Eine wichtige Szene und da werden sie sich ärgern. Vielleicht waren sie... Schön da oben rein. Traf schon im Pokal. Viertes Saisontor jetzt für ihn. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Da sehen wir die Tafel. Eine Pause. Minute wird nachgespielt. So, Pausenpfiff, das war's in diesem ersten Spielabschnitt. So, sorry, ich muss aber gerade ganz kurz gucken, ob nicht da irgendwie da. Ob nicht da irgendwo. Mal kurz auf die Tabelle, Holstein Kiel, Bayern, ja gut, Dortmund, jawohl, okay, die Bayern spielen schon mal nicht. Ich wollte nur gucken, ob das Mikrofon an ist überhaupt, nicht, dass ich die ganze Zeit ohne Mikro aufgenommen habe, aber es passt so. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ihr hört mich also, ihr hört also mein dämliches Gequeisel. Schleschko, Ballverlust.
So, mal eben schnell ins Studio. Da gibt's was Neues zur Partie im Deutsche Bank Park. Was? Es ist ein Tor gefallen. Frankfurt? Ja, wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1:0. Ja, gespielt wieder. Sind hier 48 Schulz. Minuten. Vielen Dank für das Update. Ich glaube, das wäre Absatz geworden. Ganz souverän. Deswegen ist es okay, dass er vielleicht nicht rankam. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Könnte die Führung werden? Und das ist dann die nächste Chance, Sterne. Kein Tor. Sag ja, ohne den Augsburger Keeper wären sie im Pokal. Ach, kann ich rausgeflogen und in der Liga jetzt auch schon wieder hinten. Weiter gefährlich. Aber leider Glück gehabt. Toll geblockt. Da wäre Platz für einen Konter. Hat der Pokal leider nur seinen einen Patzer drin gehabt. Und der ist halt durch eine Woche bestraft worden. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kreieren. Dann der Unterschied, dass es heute kein Pokalspiel ist, sondern ein Ligaspiel ist und ein Unentschieden schon wieder fast zu wenig wäre. Das ist eine große Enttäuschung. Vielleicht machen sie aus diesem Angriff jetzt was. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Fischer. Ein bisschen Platz hat er jetzt. Aber den will er spielen auf, Sterner. Er zieht vorbei. Natürlich. Pierre-Emerick Aubameyang. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Also frisst die zu. Warum frisst er ab? Wir wechseln aus. Oder nichts. In der Partie von Holstein Kiel gab es einen Treffer. Wir gehen ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Holstein Kiel. Der neue Spielstand. Also wenn Augsburg das Ding nicht, die Dinger nicht so gut zu Ende spielt, das ist für uns das Glück, dass wir noch im Spiel sind. Und damit zurück zu diesem Spiel hier. Nun Aubameyang. Nouveau. Die Vorwärtsbewegung jetzt. No. Das macht er sicher. Sie sag ja. Eine Auswechslung vor. Der Augsburger Keeper mit der guten Sie Situation. Ist nicht raus. Rote. Klasse ausgetrickst. Sie bringen den Ball in die Mitte. Kommt nicht durch. Gut geklärt. Das war wichtig. Günther. Wir geben kurz ab ins Studio. Im Spiel von Dortmund hat es einen Treffer gegeben. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Ah ja. Der neue Spielstand heißt damit zwei. Vielleicht die Führung jetzt. Schömert. Ball ist bei. Ich muss jetzt wechseln. Wenn nicht, dass da wirklich. Also, es könnte zu wenig sein. Ein Unentschieden könnte fast zu wenig sein. Ich muss jetzt natürlich die Wechsel ziehen. Ich werde das durchwechseln. Ab, vielleicht nochmal rein. Lampelle kann ja auf die Seite. Wieso ist denn der Ab nicht drin? So, Staffelidis heute auf der. Vielleicht mal eine neue linke Seite bringen. Vielleicht mal ein bisschen was tun. Torwart. Wenn die Wechsel überhaupt noch durchkommen. Wir mussten diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Sterner, Aubameyang. Entschuldigung, der BVB macht also das Tor. Der neue Spielstand 2:2. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ah, die Fans hoffen Mann! Auf den späten Siegtreffer. Ich befürchte, dass es nichts mehr wird mit dem. Abwehr muss aufpassen. Augsburg ganz geduldig. Arne Meyer. Ja, es wird nichts mehr werden mit dem Wechsel. Er macht zu. Das wird gefährlich. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Es bleibt in der Liga bei Remis. Punkteteilung. Ein unterhaltsames Spiel ist zu Ende.
Zwei richtig gute Mannschaften. Ich glaube, heute muss keiner unzufrieden sein. Das hat Spaß gemacht. Doch. Da sieht man, dass auch ein Regen gut unterhalten. Vom Ergebnis her unzufrieden. Das Ding müssen wir eigentlich. Ich bin da jetzt schon wieder ein bisschen enttäuscht von. Gerade weil die Bayern wahrscheinlich das Spiel gewonnen haben. Und damit wir wieder diese. Also drei Punkte wären es ja dann weg. Also wieder diese Punkte, die man unnötig liegen lässt. Ich meine, ja, wir sind jetzt aktuell Tabellenführer, aber das liegt halt daran, dass die Bayern die Spiele noch nicht haben. Ja, es ist halt so. Jetzt kommt der nächste Gegner Bochum. Wir sehen uns dann wieder und gehen wir als Tabellenführer oder als Tabellenzweiter hin? Das ist die große Frage. Bis dahin. Tschüss.